Jojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ zusammen mit Markus. Hallo. Servus, wir spielen heute wieder Gartenkommando auf Portunis gut. Möglicherweise kriegen wir heute mal endlich die restlichen Origin-Missionen fertig. Ich muss noch einige Vampire töten, ich muss noch einen Schatz-Jedi töten und noch einige Diamanten von dem Schatz-Jedi einsammeln. Was spielen wir denn? Ein Kaktus oder ein Schnapper? Spielen wir einen Schnapper, einen Giftschnapper. Das hört sich doch interessant an. Okay, ich sehe schon mal keinen Bonusgarten. Schade. So, wir haben einen scheinbar im Boss-Modus dabei. Der fliegt so ein bisschen als Debbie durch die Gegend. Also die ersten Wellen hier sind natürlich noch geschenkt. Da läuft mal halt rein und spuckt ein wenig Giftspray durch die Gegend und dann passt das schon. So, die Zombie-Helden würde ich sagen, ist sinnvoll, wenn ich verschlinge. Hä, was ist denn da hinten? Und Rage Cut so ab. Okay, perfekte Welle. Zombie erledigt. Der ist scheinbar perfekt in meinen Kraut reingerannt hier hinten. Oh, jetzt müssen wir hacken gehen. Den wollte ich eigentlich vergiften und nicht fressen. Ich muss so langsam an den Heck ran. Ah, hätten wir dann auch schon die nächste Mission hier geschafft. Okay, und jetzt müssen wir da hinten nochmal hacken gehen.
Da schon wieder zwei Topfpflanzen-Siege ergattert. Und der nächste Topfpflanzen-Sieg. Ist der hingesprungen? Da. Ach, er ist in der Luft verreckt. Okay. Wars Spielautomat wird über dein Verderben entscheiden. Über meins nicht. Nee. So, Disgust you. Dann der große Fette und eine Horde. Oh fuck. Eck wurde geröstet. Aber Debbie Dave ist ja da. So. Jetzt ist dann nur die Frage, was kommt als 10. Bosswelle? Und hoffentlich kommt da irgendwann ein Schatz-Yeti. Oder kommt der nur auf einer bestimmten Map? Kommt auf einer bestimmten Map, glaube ich. Dann müssten wir vielleicht mal die Map in der Suche einstellen. Das wäre mal eine Idee. Ja, von hinten lang. Zu geil. Aber 2% Leben. Schnapper-Moves sind einfach die besten irgendwie.
Vor allem dieser E-Gitarren-Dinger, den habe ich leider auf dem Gift gerade nicht drauf. Der E-Gitarren-Move ist richtig geil. Wo der Schnapper sein auf E-Gitarre macht. So, die hier weg. Nächste Mission abgeschlossen. Markus, lass dich mal zweimal töten, bitte. Wieso? Weil ich zwei Wiederbelebungen brauche, ohne zu sterben. Das ist schwierig, wenn die Gegner alle sterben. Ach ne. Okay, lass dich nicht K.O. schlagen. Jetzt lass du dich auch nicht K.O. schlagen, okay? Oh. Also muss ich nur einmal sterben, wenn du schon eine Mission hast. Nee, die Mission kam gerade erst. Ja, die habe ich erst nach deiner Wiederbelebung bekommen. Jetzt darfst du dann wieder sterben. Irgendwo, wo ich dich halt aufheben kann, wäre geschickt. Sonst bleibst du liegen. Ja. Schaffst du es bald mal dich zu töten? Sonst direkt er bald an mein Gift, bevor er dich tot hat. So, die erste. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mit 3 HP ums Eck gekommen. Ich komm dich gleich holen. Auch wenn der jetzt wahrscheinlich nicht geplant war, der Tod. Doch, doch. Also, ich hab nicht schon geplant. Nein, hat der dich jetzt oder hab ich dich jetzt? Ah, komm ficken. Ich war auch an dir dran. Was noch einer? Ja, lass dich rapen. Nein. No. Irgendwas will verhindern, dass ich die Wiederbelebungen noch zusammenkrieg. Irgendeine höhere Macht. Dippy Dave. Das war nicht Dippy Dave. Das war Seven Sky. Aber hier wirst du auf jeden Fall irgendwo sterben können. Jawohl. Die letzten Runden hatte ich immer mindestens eine Super-Boss-Runde. Ich hatte 3-mal Super-Disco-Stew. Hintereinander. Das sind Gegner. Ja, das sind viele Gegner. Dankeschön. Geschafft. Und was ist die nächste Mission? Fange 20 Zombies mit Stachelkraut.
Das könnte dann schon komplizierter werden. Ich finde natürlich der Riese und Disco-Stew direkt nebeneinander und, ja, und der Vampir direkt nebeneinander. Der Große ist down, ne? Ja. So, was kommt jetzt noch? Der Yeti. Da ist er auch schon. Au. Und er macht einen Tanz. Und ich bin gefroren. Oh, dieser Yeti bringt mich hier gerade zum Ausrasten. Oh, oh, 3 HP, 3 HP. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, man regeneriert jetzt schneller wie früher, oder? Also haben die irgendwas gepatcht. Doch. Wenn man Leben regeneriert, das geht schneller. Oh, fuck. Dann. Los, landet. Ja, lass wieder hier oben stehen bleiben erst. Das ist ein geiler Trick. Ich habe meinen Jump Down gemacht, ganz ungewollt. Ich bin von der Planke gefallen. Gesehen. Haha. Ich auch. In der Luft eingeschleimt, da kann man ganz schnell wieder runter. So langsam solltest du auch runter, ne? Hey. So unglaublich schwierig. Mama. Yes. Ja, richtig krass. Also, nee, das sind wir überhaupt nicht härteres gewohnt. Das war ja so unglaublich schwierig, dass ich gleich mein Glitzerpäckchen öffnen muss. Oh, jetzt kommen schon nur noch Silbersachen und Diamantsachen. Ich bekomme nichts Goldenes mehr. Das ist ja schon mal ein Zeichen, dass ich vielleicht bald ein Ende erreichen werde.
Ne, was jetzt los? Na Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in einer weiteren Folge PVZ. Ihr habt ja gerade das Päckchen noch gesehen. Ich denke mal, der Host hat gerade die Lobby geschlossen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao. Tschüss.